Freunde und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Und wir haben gerade ja hinten uns da bei diesem Langhals gebattelt und rausgefunden, dass wir drei Sachen machen müssen. Das werden wir heute auch tun. Wir werden gleich den Langhals zusammenbauen und uns dann das ganze Gebiet mal anschauen, weil ich denke, es ist der einzige Langhals für das gesamte DLC-Gebiet. Aber erstmal reden wir mit Naltuk. Vielleicht können wir unterwegs ja dann die Quests verbinden, ja, altes WoW. Alter WoW, bitte. Außerordentlich. Oh, danke schön. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Urea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine, gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Du sagtest was von Blauglanz am Ende des Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Burgrenz sagt, du seist Urias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater. Speer, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja. Egal, was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau, worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht. Der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schaman. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein. Sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Okay, whatever, also aber... Gut. Ich gehe zu den Eisfallen und suche diesen Schamanenpfad. Den ist natürlich wieder auf der komplett anderen Seite der Karte. Ja, wobei, es geht aber noch von der Entfernung. Ja, nicht so wie hier unten, einmal hier quer durch das ganze Gebiet durch. Wir werden uns trotzdem erstmal mit dem Langhals beschäftigen, weil ich den wirklich zuerst fertig haben möchte. Aber das sind so Dinge, die man einfach mal sammeln muss. Oh, guck mal, ein Dachs. Den lassen wir jetzt einfach mal leben. Der gibt uns einfach Übersicht hier, der Langhals. Und das wäre schon ganz schön. Vor allem ist es dann etwas, was wir von unserer Liste streichen können. Es gibt immer so ein paar Dinge, die man machen muss. Oder die sich, oh Gott, anbieten zu machen. Guck an. Das sind aber normale Maschinen, oder? Die sind nicht verderbt. Komm, put. Komm, die machen wir jetzt ganz elegant. Die machen wir jetzt wirklich komplett flawless. Also somit, wie es geht. Ich weiß nicht, inwiefern wir das da oben mit den Plünderern schaffen. Der Schlag. Der ist erledigt. So, eventuell müssen wir hier... Wir können mal... die Leute einzeln hier runterrufen. Das ist auch ein bisschen OP, oder? Dass wir die Leute hier einzeln... Ah, man ruft auch immer nur ein. Das ist halt aber auch super einfach, oder? Also ich meine, wie gesagt, das habe ich aber, glaube ich, schon im ersten Teil bemängelt. Ich muss sagen, ich finde es schön, dass es so ist. Ich muss sagen, das trägt dazu bei, dass dieses Spiel so eine gewisse Art von
Fluss entwickelt. So eine gewisse Art von Spielfluss. Und das sollte das Spiel auch beibehalten. Ich könnte jetzt einfach reinstürmen und die Leute auch einfach erschießen. Aber, come on, Leute. Ja, so wie ich mich kenne, so wie ihr mich kennt, würde ich dabei grandios scheitern. Also wirklich grandios. So, wir pfeifen den einfach mal hier weiter ran. Stiller Schlag. Zack, und weg ist er. Guck mal, an den können wir uns einfach ranschleichen. Ah, wir haben unseren Langhals-Array schon. An den schleichen wir uns einfach ran. Zack. Weg. Guck. Wunderbar. So. Alles geschafft. Was wir noch brauchen ist, ein bisschen... Wir müssen uns... Psst. Sei leise. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar Heilpflanzen. Ich finde es gut, dass man die Plünderer auch one-hittet, weil die sind echt anstrengend im Kampf. Oh, guck mal hier. Lol. Oh, ich habe doch hier was gehört. Was hat sich hier verpisst? Was ist der Dachs? Noch ein Eichhörnchen. Brauchen wir alles nicht. Okay. Zweiter Punkt ist hier vorne. Gar nicht so weit weg. Da sprinten wir kurz mal rüber. Und nehmen den Dachs mit. Wenn er uns schon so für die Füße läuft. Frischer geht's nicht. Frischer geht's nicht. Ja, tiefgefroren ist er auch gleich. Heilung? Nee. Das ist irgendwie... Irgendwas müssen wir noch mit... Vielleicht hätten wir uns noch mal... Oh, guck mal an. Vielleicht hätten wir uns wirklich noch mal im Dorf bei den Händlern umgucken müssen. Nee, warte, das ist der Schamanenpfad. Wo muss er denn hin? Unter? Ist das unter uns? Das ist unter uns. Ist hier eine Höhle? Ah, jo, hier geht's runter. Hoppala. Oh, was haben wir hier? Oh, oh. Oh, nee, ehrlich jetzt? Oh, komm schon. Dein verfickter... Okay, alles klar. Alles klar, Leute. Wir machen das schon. Es dauert halt wieder nur ein bisschen. So, Explosions. Zack und zack. Zack und zack. So, das ist nämlich roher Schaden. Und auch wenn sie ein bisschen immun sind gegen den, wird er den Damage ja trotzdem kassieren. So, ah, sicher, sicher. Dann nehmen wir einfach nochmal die welche mit. Gut. Dann stellen wir gleich mal Sachen her. Die Frage ist jetzt auch, wie gehe ich da am besten ran? Schieße ich ihm direkt mit so einem Explosionspfeil hinten auf dem... Auf dem Rücken? Oder... Ballern wir ihn mit einem dicken Pfeil irgendwo rein? Ich meine, der hat 42 Abriss, ne? Was hat der? Der hat 37. Und 101 musst du durchdringen. Ja, wir nehmen das Ding einfach hier. So, einmal komplett scannen bitte. Was haben wir denn da? Lurebehälter. Nehmen wir den Minenwerfer oder schmeißen wir den Stromgenerator ab? Wir nehmen das Ding. Dann Rundungspfeil. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Heilung. Oh, Heilung. Fucking shit. Wo kam denn jetzt der Kleine noch her? Scheiße. Aber das war ja fast gut. Eieieiei. Zerstöre den Stromgenerator eines Versengers, um ihn zu betäuben. Also nicht auf das obere Ding schießen, sondern dann doch lieber auf den Stromgenerator. Eieieiei. Oh Mensch. Das war aber jetzt... das war jetzt knapp. Intakt aus. Langhälse sind robust. Oh nee. Wo hat er denn jetzt gespeichert? Oh, weia. Okay, wir sollten öfter speichern, glaube ich. So, wir holen uns kurz mal unser Pet. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Komm ran. Wo bist du? Hä, ich hab's doch gehört. Ah, da. So, und dann reiten wir jetzt... Nein, falsche Richtung. Wo ist denn dieses, was ich markiert habe? Da vorne. Reiten wir da mal hin. Hä, über den Fluss? Sind wir über den Fluss geritten? Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wann sind wir denn über den Fluss gegangen? Ah, wir waren die ganze Zeit da oben. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier unten spawnen. Aber okay. Ja? Wer stirbt, darf sich auch nicht beschweren, dass man irgendwo am Arsch der Heide wieder rauskommt. So, ich denke, wir können hier erstmal so ganz entspannt langreiten. Heilung ist halt auch gleich wieder ein Thema, ne? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Oh Gott, wir sind hier irgendwo jenseits von Gut und Böse. Eieieiei, Mann. Das tut mir natürlich mal leid. Ich mach das nicht absichtlich. Ich schwör's. Ich schwöre es euch. Ah, warte mal, da runter müssen wir, ne? Zack. War das der, den wir eben gepult haben? Hatten wir den von oben geaddet? Wisst ihr, was wir machen? Ich gehe erstmal aus dem Weg. Wir versuchen, den mal für uns zu holen. So, und zwar jetzt so... Ne, den wollte ich nicht. Und zwar überbrücken wir das Ding. Wir lassen das Teil einfach gleich für uns kämpfen. So, machen wir das einfach so. Hör auf! Wir lassen das Ding gleich einfach mal für uns kämpfen. So. Komm mal mit. Du hältst doch ein bisschen, ne? Oh, ich hasse diese Viecher, ne? So. Ich setze hier trotzdem hier oben nach wie vor wieder meine Schockteile. Auch wenn das ein bisschen dauert. Aber, ja, die nehmen halt... Wobei, ich glaube, Schock ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, die Explosionspfeile haben gerade einfach deutlich mehr Schaden gemacht. Dementsprechend gehe ich natürlich auch wieder auf Explosion. Alles, was hier hilft, die zu besiegen, möchte ich natürlich auch nutzen. So, hier nochmal... Wie viel hatte ich eben? 4, ne? Muss er hier definitiv durch. Von daher alles easy. Zack. Und zack. So. Gut. Jetzt nehmen wir aber nicht den Pfeil, sondern wir nehmen den Pfeil, würde ich sagen, oder? Wir montieren auf jeden Fall die nochmal auf hier. Die sind halt, was sind das, 37 Schaden und 104 Durchdringung, 101 Durchdringung. Da kann ich fast, da nehme ich fast die hier, oder? Ich nehme einfach mal den.
So. Wir schießen da einfach mal hinten gegen und hoffen, dass das, das funktioniert. Machen wir so. Oh, wieso nehme ich nicht... Auftritt. Lol. Warum mache ich das nicht gleich so? Wieso mache ich das nicht gleich so? Ich kann doch mehrere Pfeile auf einmal schießen. Wieso mache ich das nicht so? Da ein Plünderer. Guck mal, ich kann doch einfach hingehen. Zack, 1, 2, 3. Machen wir kurz so. Halten wir an. Batz. 3 Pfeile. Zerstört. Holen wir nochmal einen zweiten Pfeil. Zielen. Weg. Warum mache ich das nicht gleich so? Wieso denn immer so kompliziert? Ich habe die Drähte nicht immer gebraucht. Oh Mann, ey. Naja, gut. Aber hat gepasst. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Eines der Langhaltsteile. Echt schwer. Blauglanz-Spezial. Seltene Wildfall Ressourcentausch. Oh, gegen extrem starke Waffen und Rüstungen ein. Das ist doch schon mal gut. Das klingt doch sehr gut. Das heißt, wir können uns vielleicht nächste Folge eine sehr, sehr schöne, starke Rüstung holen. So, erstmal, aber jetzt haben wir, glaube ich, hier alles rausgeholt. Ja, warum denn nicht gleich so? Mann. Oh, ist das ätzend doch. Ist das ätzend. So, jetzt können wir noch da vorne das Ding holen, dann laufen wir da einmal mal ganz schnell hin. Unterwegs können wir nämlich auch noch ein bisschen, wobei das sind nur Stöcker, noch ein paar Pflanzen einsammeln. Und ich habe doch gesagt, wir holen uns in dieser Folge, machen wir uns den Langhals. Vielleicht war das ein wenig gelogen. Es war nicht bewusst gelogen, aber vielleicht habe ich es einfach nicht geschafft, was ich verspreche. Aber ich meine, das ist ja auch öfter so, oder? Wie oft verspricht euch irgendjemand auf YouTube was, was er dann nicht hält? Besonders ich. Ja, ja, es kommt jetzt regelmäßig. Das ist halt auch so mal so eine wunderbare Aussage von mir. So, was haben wir hier? Spule, okay. Alter, hier wird es gerade ein bisschen dunkel. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn das? Auch habe ich einen Plündererhaufen. Oh, nö, ne? Wie komme ich denn da am besten hoch? Was ist hier? Ach, das ist der Langhals. Und wie komme ich da hoch? Kann ich hier einfach so hochjumpen? Ja, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass man hier so hochkommt. Was ist denn da los, Alter? Junge, Junge, Junge. Schwäche Feuer. Okay, wir müssen also... Okay, wir müssen den rechten killen. Ja, wie machen wir das denn? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Langhabicht. Grauhabicht, meine ich. Ist... welche Schwachstelle haben sie denn? Die Zerstörung des Eisbolts deaktiviert den Eisteilangriff. Löst die Explosion aus, die alles im Begriff schädigt. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ich würde sagen, wir holzen da einfach auch mal mit 3 von diesen Pfeilen gegen. Den Gebäude direkt erwischen, weiß ich nicht. Das wird dir nicht gefallen.
Oh, nice. Wo ist er denn? Oh, nice. Der ist... What? Wow. Ey, das habe ich... Habe ich gut gemacht. Da kommen sie. Wahnsinn, ich bin begeistert von mir. Das ist ja unglaublich. Seid ihr stolz auf mich, Leute? Komm, so ein bisschen Props. Also, ich habe mir das jetzt... Ich habe das jetzt irgendwie schwerer erwartet. Das ist ja Wahnsinn. So, und da haben wir den Langhals. Was war das? Stellantrieb. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Was haben wir hier? So eine Spule. Guck mal hier. Die können wir doch. Dafür brauchen wir nicht mal irgendwie drei Pfeile. Wir können da einfach direkt... Okay, vielleicht brauchen wir doch drei Pfeile. Oh. Hoppla. Hier geblieben. Haben wir. Easy. So, und jetzt einmal abseilen wieder hier. Natürlich mit ihrem geilen. Oh shit. Wunderbar, ey. Puh. Tja. So. Irgendwo muss doch hier auch noch ein Habicht liegen, den ich looten konnte. Oder habe ich... Ich glaube, ich habe die alle komplett zerlegt. Ist ja auch nicht weiter schlimm. So, wir sprinten jetzt da vorne zu dem... Ah ja, hier liegt noch einer. War das einer von den Habichten? Nee, es war... Sieh sich das einer an. Genau, sieh sich das einer an. Wir gehen da jetzt hoch. Und dann wird er repariert. Ah, wir müssen die Sachen auch richtig einziehen. Muss nur funktionieren. Langhals. Müssen wir die anderen Teile? Die müssen wir irgendwo hier reinpacken. Ja, doch besser aus als vorher. So, und das letzte Teil kommt wahrscheinlich irgendwo hier rein. Der Stabilisator. Okay, ich glaube, ich muss einfach nur seinen Stromfluss wiederherstellen. Wenn es schief läuft, merkt es wenigstens keiner. Ah ja, guck mal hier. Das ist ja wunderbar, oder? Ein wenig Strom sollte helfen. Ganz ruhig. Langsam. Halt dich doch irgendwo dran fest. Wäre ja zu einfach. Muss ich da jetzt trotzdem noch hoch? Wie dumm bist du denn, Aloy? Muss ich da ja trotzdem noch hoch, oder? Gegen so eine große Maschine habe ich keine Chance. Das wissen wir doch. Wir wissen doch, wie es läuft. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Ja, wenn es jetzt, ne? Und jetzt müssen wir wieder warten, bis der komplett rum ist, oder was? Ist das die einzige Stelle, von der aus wir springen können? Ich weiß gar nicht, wo der... Warte mal, wo läuft der denn? Wo scheint der... Oh Gott, der wird ja einmal komplett hier rumpatrouillieren, oder? Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir den irgendwie unterwegs abfangen. Das mache ich nochmal eben schnell. Das werden wir doch nochmal schnell machen, oder? Ich meine, ey, ich habe jetzt angefangen. Ich habe gesagt, ey, nächste Folge. Langhals. Dann machen wir wenigstens das jetzt. Guck mal, da ist es. Vorne können wir nicht hoch, weil die da oben am Sägen sind. Bin ich ja leider einmal gestorben. Wieso ist das eigentlich so scheiße Dudes da hier? So, ich denke aber, hier wird es gleich noch den... Oh, warte mal. Ah, hier ist dieser Berg. Ja, was machen wir jetzt?
weiter hoch. Warte. Müssen wir ganz kurz ihn zertreten. So. Einmal kurz zerklöppelt. Oh, komm, komm. Oh, nee, bitte komm hier hoch. Danke. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen. Ja, aber er ist schon wieder weg. Was ist denn das auch so dunkel hier? Ich sehe ja gar nichts. Eventuell ist es gefährlich, was ich hier mache. Aber das geht schon. Gut, Fuß. Oh Gott! Das ist, glaube ich, zu niedrig. Oh, ich habe aus Versehen irgendwie Truthahn oder sowas übergemäht. Also, wo wird denn der jetzt lang kommen? Wo geht denn der jetzt lang? Oh, was ist das denn? Ah, weich aus, weich aus, weich aus! Oh Gott, das ist doch jetzt schon wieder viel zu spannend hier. Hier kommen wir rauf. Schnell, 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 schnell. Wir scheißen einfach auf den. Auf den Vogel. Ja, heilen. Okay. Und einfach hier hoch. Jetzt hoch auf seinen Kopf. Oh. Zack. Ah, er hat Vision verloren. Genau, jetzt einfach daran. Ah, okay, das war ein einfacher. Und überbrücken! Dann werden die doch jetzt sowieso alle gestanden. Sehr schön! Uff! Holla die Waldfee. Was für eine schwere Geburt. Wunderbar, wir gucken uns mal die Karte an. Alles aufgedeckt. Oh, das sieht aber schön aus hier oben. Das sind so Salzseen oder was ist das? Ne, Vulkan, Schwefel ist das hier. Wunderschön. Freunde, das war... Oh, wieso ist hier nichts aufgedeckt? Das ist aber enttäuschend. Aber wir sehen sogar hier die ganzen Türme. Da ist noch ein Kontrollturm. Hier ist noch ein Kontrollturm. Da ist auch noch ein Kontrollturm. Ich weiß noch nicht so richtig, was die Kontrolltürme bringen, aber wir haben einen zerstört und es fühlt sich zumindest so ein bisschen, als wären diese Dämonen-Dinger ein bisschen schwächer. Ich kann mich auch irren, aber ja, ich habe es tatsächlich mal gehalten, was ich versprochen habe. Das soll es für heute erstmal gewesen sein mit der Folge und es ist immer länger, als ich es will. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen traumhaften Tag. Ich freue mich über eine Bewertung und einen Kommentar und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.